gute Gelegenheit. Rund 3 Stunden sprachen US-Präsident Donald Trump und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem ersten Zusammentreffen in Washington am Freitag. Do you want a handshake? Wiederholte Merkel die Frage der Presse beim Fototermin. Trump ergriff Merkels obligatorisch ausgestreckte Hand nicht. Bewusst oder unbewusst, das Bild war ein völlig anderes als noch beim Besuch der britischen Premierministerin Theresa May und ein Umstand, der diesseits und jenseits des Atlantik in sozialen Medien heftig kommentiert wurde. Die Gelegenheit, das persönliche Verhältnis etwas aufzulockern, nutzte Trump nicht. Dafür gab es einige Bekenntnisse, etwa zur NATO. Auf die kritischen Fragen der anwesenden deutschen Presse reagierte Merkel ausweichend und Trump pikiert. Christina Dunst, Deutsche Presseagentur. Für wie gefährlich halten Sie die Abschottungspolitik des US-Präsidenten? Warum macht Ihnen eigentlich Pressevielfalt so große Angst, dass Sie so oft von Fake News sprechen und selbst Dinge behaupten, die dann nicht belegt werden können, wie die Äußerung, Obama habe Sie abhören lassen? Ja, Should I go first? Ooh. Eine freundliche Reporterin, sagte Trump. Ich bin ein Verhandler, ich bin ein fairer Verhandler. Ich bin ein Verhandler, der für jeden auf der Welt das Beste möchte. Aber ich bin beileibe kein Isolationist. Ich weiß nicht, welche Zeitung Sie lesen, aber das wäre dann ein weiteres Beispiel für das, was Sie ansprechen, Fake News. Trump reiste nach dem Treffen weiter zu seinem Anwesen in Florida, aber Merkel fuhr nicht mit. Anders als ihr japanischer Amtskollege Premier Shinzo Abe, der bei seinem Besuch dann noch mit Donald golfen ging.